Was für ein Jahr! Die Corona-Krise war das alles durchdringende Thema, auch an der Universität Bern. Und ich hoffe sehr, dass Sie diese Krise bisher alle möglichst unbeschadet überstanden haben. Eine Universität ist ein Ort der Begegnung und des Austauschs. Hier werden gemeinsam Ideen entwickelt, verworfen und verfeinert. Diese Form der Zusammenarbeit wurde Studierenden, Forschenden und Mitarbeitenden sichtlich erschwert. Doch jede Krise ist auch eine Chance. Corona hat unserer Digitalisierungsstrategie zusätzlichen Auftrieb verliehen. Der Umstieg auf den digitalen Lehrbetrieb gelang beispielsweise in nur 3 Tagen. Doch wir sind nicht nur betroffen von dieser Krise, wir engagieren uns auch stark, Teil der Lösung zu sein. Als weltweit erster Universität gelang es unseren Forschenden, das Coronavirus zu rekonstruieren und gemeinsam mit internationalen Partnern einen schnellen Antikörpertest zu entwickeln. Insgesamt wurden 6 unserer Professorinnen und Professoren in die Covid-19-Taskforce berufen. Im Dezember konnten wir mit Unterstützung der Vinetum-Stiftung ein neues multidisziplinäres Forschungszentrum für Infektionskrankheiten und Immunologie gründen. Damit wollen wir einen Beitrag leisten, um zukünftige Pandemien besser vorauszusehen und zu bewältigen. Die Entwicklung der Universität war auch im Pandemiejahr insgesamt positiv. Wir durften nicht nur mehr Studierende denn je bei uns begrüßen, sondern auch einen weiteren Anstieg bei den eingeworbenen Drittmitteln verzeichnen. Auch unsere Zusammenarbeit mit europäischen Partneruniversitäten ist weiterhin sehr eng und erfolgreich. Beispielsweise sucht das neue europäische Forschungsprojekt G-Versity unter der Leitung der Universität Bern nach praktikablen Methoden, wie Geschlechtervielfalt im Arbeitsleben erreicht werden kann. Das EU-Förderprogramm Horizon 2020 hat dafür 4,1 Millionen Euro gesprochen. Außerdem setzten sich 4 Berner Forschende im Wettbewerb um die prestigeträchtigen ERC Starting Grants durch. Sie erhalten je 1,5 Millionen Euro europäische Fördergelder. Das Wachstum und der Erfolg der Universität auf allen Ebenen ist das Verdienst der motivierten Mitarbeitenden, ob im Homeoffice oder vor Ort. Wissen ist die wichtigste Ressource der Schweiz. Doch die Wettbewerbsfähigkeit unserer Universität ist in Frage gestellt. Wir benötigen dringend neue Laboratorien und mehr Raum für unsere Studierenden und Forschenden. Doch leider entspricht die Planung und Umsetzung unserer Infrastrukturprojekte nicht der Dynamik und der Geschwindigkeit, die wir benötigen. Es wäre deshalb durchaus ein Gedanken wert, der Universität mehr Autonomie im Baubereich zu gewähren. Das Europäische Bildungs- und Forschungsnetzwerk ist der wichtigste Partner der Schweizer Forschung. Die zähen Verhandlungen rund um das Rahmenabkommen erschwerten, dass wir weiterhin als zuverlässige Partner wahrgenommen werden und in internationale Projekte eingebunden bleiben. Spitzenforschung ist vergleichbar mit Spitzensport. Nur wer in der Champions League mitspielt, macht sich fit für die Weltmeisterschaft.